Der Rex-Kanal. Wir legen jetzt einfach mal los. Wunderschönen guten Tag, Leute. Es ist wieder soweit. FIBO 2023. Wer darf da nicht fehlen? Der Eggers in seinem Sportoutfit. Die Lederjacke ist wieder angezogen. Die Fitnessmesse ist in vollem Gange. Und ich gehe jetzt mal los und frage die Männer und die Frauen, welche Sportart ist denn besonders attraktiv? Das heutige Video ist gesponsert von Aldi Sports. Dickes, dickes Dankeschön, Aldi Sport. Was hat das miteinander zu tun? Werdet ihr auf jeden Fall später erfahren. Ich gehe jetzt los. Carsten hinter der Handelbank. Carsten hinter der Kamera, mein Name ist Marc Eggers. Welche Sportart ist besonders attraktiv? FIBO, auf geht's wieder. Alle Jahre wieder, ne? Also, dass Marc und ich wirklich einen Auftritt auf der FIBO hatten, wo wir einfach so auf der Bühne standen und den Leuten irgendwas erzählen sollten, das ist schon auch eine ganz, ganz krasse Ebene. Ach so, Eggers hat dem Urs noch gepostet auch, nicht schlecht. Fußballer. Fußballer? Ja. Warum? Ich selber spiele auch Fußball. Nee. Doch. Links oder rechts Fuß? Rechts. Rechts. Hey, was hat die für Augen? Warum sind die Augen so dominant bei der? Okay. Genau, und ich finde das einfach super heiß. Fußballer. Was ist denn der Grund, weil die so schöne Körper haben oder weil der Kontostand so rosig ist? An Geld liegt's nicht, ne? Ist nicht wegen Geld. Nein, nicht wegen dem Geld. Sportsart ist One more time. What Sportart ist wie heißt das? Attractive? Attractive. Football, Boxing, Billard, Russisch Roulette. For me, football maybe. Football? Yes. Why? Volleyball, because I'm a cheerleader. Really? Yes, I will see some cheerleader moves. I will see. Oh, man. Great. Attractive. You are a cheerleader too? You are a cheerleader? No. No. What are you doing here? I am a personal trainer and ambassador fitness authority. Okay, okay, really nice. Yes. Good style. It's my team. The best team in this FIBO, yeah? Kann es sein, dass du immer noch der einzige Vollidiot bist, der immer noch bei diesem Klamottentrend von vor 5 Jahren hing? Alter, wie er direkt frontet, Digga. Einfach mal direkt als Vollidiot beleidigt. Einmal kurz sehen. Digga, mit Urs wollte ich auf der FIBO eigentlich auch mal ganz kurz chillen, mit dem ein bisschen reden, aber halt einfach nicht reingepasst. Welche Sportart findest du bei Frauen besonders attraktiv? Guck mal, warte mal, ich wollte gerade fragen, ich bin gar keine heiße Fitness-Chick hier neben der Cam. Nee, nee. Und ich kriege ein Interview mit Marc Eggers. So Ballett ist schon ganz, ganz cool, wa? Ja, so. Da sehe ich uns beide auch mal das bei so einem Ballettkurs. Ja, würde ich auch sagen, verbessert ja auch das Posing eines Bodybuilders und deswegen, ja man, Ballett geht schon fit. Wollte ich mal aber meine Gegenfrage stellen. Oh, hör auf, ey. Wie sieht's bei dir aus? Der Boden, Junge. Digga, jetzt kommt der fette Postdown. Hab bei Ulla Kaller bestellt und Hoodie kam an. Absoluter Dreck. Danke dir, Digga. Da seht ihr es, wie zufrieden unsere Kunden sind. Also man muss hier ganz klar sagen, ne? Wenn man hier mal schaut, seit Sober Oktober, okay? Wie extrem hier auch in dem Bereich hier beim Marc die seitlichen rausgekommen sind. Es ist unfassbar, wie trocken der Typ ist. Und man muss auch wirklich aufpassen, dass er hier wirklich direkt nach dem Posing auch einen Schluck Wasser trinkt. Sonst könnte es auch wirklich gefährlich werden. Boah, Fußball. Wer ist der schönste Fußballer Deutschlands? Weiß ich nicht. Boah, ist attraktiv. Spielt der Fußball? Ja. Wie heißt er? Janik Eikenhorst, aber nur Kreisliga B, also nur just for fun. So, so. Ja, das stimmt. Ja, Grüße an deinen Freund, Janik, Kreisliga B. Welche Sportart finde ich besonders attraktiv? Tatsächlich, das hört sich jetzt komisch an, Frauenfußball. Find ja? Ich cool. Ja, finde ich cool, ja. Da gibt es ja diese, wie heißt sie, Alisa Lehmann, die Lehmann? Ja, 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 hör mir auf. Oft in die DMs gestylt. Antwort bekommen? Natürlich nicht. Aber die in der Sporthose kommt schon sexy. Kraftsport. Kraftsport? Ja. Aber das heißt, soll der... Hey, was ist denn eine Sportart, die sexy ist? Also jetzt mal ehrlich. Also wirklich, jetzt nicht in Bezug auf die Sportart macht Spaß oder die Sportart ist cool anzugucken oder so, sondern welche Sportart ist sexy? Also da ist ja wohl ganz klar, die Sportart, die am sexiesten ist, ist eine Pole-Dancerin, oder? Schach, stimmt. Der richtig so Bodybuilding-mäßig unterwegs sein oder reicht es nur trainieren? Es reicht nur durchtrainiert ein bisschen. Oh, also Gym finde ich schon gut. Ja, das sonst ich schon was. Ansonsten, Fußball, muss ich sagen, ist für mich ein bisschen Upturn. Echt? Frauenfußball? Ja.
Da muss ich ihm tatsächlich recht geben. Frauenfußball nicht so geil. Okay, krass. Volleyball. Wenn eine Frau Volleyball spielt, kann ich schon gut. Frau Volleyball ist echt cool. Warum? Oh, die sind schon ziemlich heiß. Heiß oder Geld? Geld und heiß. Das ist es schon, ne? Das ist es schon. Was ist jetzt deine... Es ist wirklich Fußball, es ist wirklich hot. Finden Frauen das hot? Ich zähle auch mal hier an die Frauen im Chat eben mal bitte ganz kurz. Ah, habe vergessen, ist keine Frau da. Du holst dir eine Leggings? Nee, ich arbeite für Smilo Dogs. Achso, und? Ich warte, dass die Frau, Ich glaube, die ist nämlich schon raus. Nicht, dass ich dir deine Kunden hier vergraule. Das machst du gerade. Oh nein, sorry. Jim? Ja? Fitness, also Sixpack? Mir egal, Hauptsache, dem Typ macht die Sportart Spaß. Bei welcher... Das ist doch eine nette Antwort. Das ist doch eine sympathische Antwort. Sportart wirst du denn am liebsten vernascht? Im Fußball. Im Fußball? Ja. Was soll ich sagen, ne, Carsten? Zeig mir Alter, das Gegenteil. Alter, holy shit, Alter, was hat der denn für eine Form? Junge, ist der trocken, Alter, 100% Nelly. Von Mark Eggers? Nein, das ist Shaming, ist das. Welche Sportart findest du besonders attraktiv? Bro, was geht bei seinem Gesicht, Alter? Ja, aber sag mal... Holy shit, Alter. Tennis ist schon geil. Tennis? Tennis? Tennisspielerin, ja. Wirklich großen Respekt, Digga. Also ohne Witz, wer so einen Buddy hat, man... Da musst du auch nichts mehr machen, ne? Nee. Only English. Was heißt auf Englisch? Welche Sport... Ah, jetzt haben wir doch hier endlich mal die richtigen Kandidatinnen. I searching for a translator. What is it? Attractive. Bedroom. Joking. Bedroom. Joking. Badezimmersport. Bedroom. Badezimmer. Zimmer. Huh? Which type of one? Yeah, nee, what do you like? Which kind of sport? All sports, yeah. Boot? Boat. Pool? Ball. Ach, Ballsport. Ball. Yeah, Mark, I also think that these two girls are really into ball sports, if you know what I'm saying. Aber ganz kurz, ich würde wirklich eine Episode fühlen, wo Mark international geht, egal jetzt, ob es zum Beispiel irgendwo in Spanien zum Beispiel, Italien, geht er auf die Straße und probiert mit den Leuten auf Englisch zu kommunizieren. Fände ich extrem Gold-Content. Balls. Thank you very much. Nice to meet you. Love you. Wir machen. Ist hier mein Hundebeauty-Center? Warum hast du dich so auch gestylt? Weil ich in die Stadt gehe. Ach, weil du in die Stadt gehst, das ist ja interessant. Ich habe das jetzt extra hier für dich gemacht, damit ich mal vorbeischaue. Du siehst gut aus, Baby. Oh. Und bist du schon richtig im Streamen? Ja. Hello. Jeder will, dass ich gleich wieder abhauen. Ja, Lexi, du bleibst jetzt bei mir, oder wie? Hast du noch mal mit auf dem Klo? Ja. So, ich habe einen neuen kleinen Gast, die Lexi, und die wird euch heute bespaßen mit Nico zusammen. Also es kann auch sein, dass ich ab und zu mal hinten rein muss. Hallo, du kleine Maus. Ja, ich bin live. Ich bin hier am Arbeiten. Arbeiten nennt man das? Ja. Hey, nein, das ist meine Strumpfhose-Maus. So, also ihr seht, wie das Programm ist. Ich werde Hunde. Hier beauftragt, auf den Hund aufzupassen, während die beiden Damen ganz kurz. Hier Abendessen gehen. Wir wollen noch immer kurz, auch noch da. Noch mal kurz Lipgloss hier auftragen. Franzi, wisst auch das auch ein bisschen? Das machst du super, Nico. Beides so. Danke dir. Okay. Ja, Alex, eben jetzt sind wir hier, ne? Viel Spaß. Mir auf die Nase. Auf die Stirn. Okay, Lexi, sag mal Hallo zur Cam. Hallo! Wir gucken weiter das Video von Eric Meggers. Bodybuilding. Bodybuilding? Bodybuilding. Bodybuilding, Fitness. Also du stehst... Sehr sexy. Ja. Natürlich. Was ist so mit Randsportarten? Nein, das gar nicht. Gar nicht, nein. Was reizt dich so am Bodybuilding? Ja, Muskeln. Einfach Muskeln, dass der Mann stark ist. Also Sixpack ist schon wichtig? Ja, natürlich. Das ist scheiße, hey. Ne? Nein, da muss Sixpack sein. Pole Dance finde ich gut. Pole Dance ist immer gut. Na hier, Wellness und Bikini, sowas. Jawohl. Oder geht auch Go-Go Dance. Ne? Boah, Handball und Basketball würde ich sagen. Basketball, weil die Männer groß sind, ne? Ja, Kraftsport. Kann ein Mann auch attraktiv sein ohne Sixpack? Ja, aber schwer. Wirklich? Ist schwerer. Malerer. Nee, where you from? España. Ach, España. Sí, sí, poco de medicina son los Spans. Ja, ja. Welche Sportart findest du bei Frauen besonders attraktiv? Kurz und knackig. Was könnte es sein? Beachvolleyball. Das ist der sexyste deutsche Fußballer. Wen findest du am schönsten? Goretzka. Digga, ey, ich gucke halt einfach gar keinen Fußball, ne? Ich kenne mich da gar nicht aus. Die Lexi kann mich nicht leiden. Die läuft einfach rum, ganz lost. Ignoriert mich einfach. Mein Herz. Fahrradfahren. Ja,
Jawohl, endlich mal was Nico Gutes. Nico ist am Start. Der Mann mit den größten Sprachen. Sagst du, ja. Ich muss das wissen, Digga. Ja, stimmt, Bruder, stimmt. Ja. Ich kann schon so lange, Digga. Welche Sportart findest du bei Frauen besonders attraktiv? Ich muss ehrlich sagen, einfach ganz normalen Fitnesssport. Also ein bisschen Kraftsport, das war's. Das ist für mich am attraktivsten. Kein Hardcore-Bodybuilding, nicht zu viel, nicht. Einfach ein bisschen, zwei, dreimal im Gym, ein bisschen gut trainieren für den Körper und gut ernähren. Das ist für mich so am attraktivsten. Mittlerweile so CrossFit. CrossFit? Ja, richtig geil. Das war ja auch früher bei den Hamburger Hängern. Jetzt kann er mal richtig abhängen hier. Die Hamburger Hänger, ja. 33 Sekunden. Also wenn du auch so schnell im Bett bist, ne? Dann. Ja, wie lange hat das Mädchen gerade noch mal gehalten? Über 2 Minuten. Ey, 30 Sekunden ist schlecht. Sportart Gym. Ich liebe halt trainierte Ärsche. Muss ich tatsächlich so sagen. Kannst du gerne so reinschneiden. Aber sonst halt natürlich Handball. Durch welche Muskelpartie zeichnet... Ah, da hat sich ja richtig was getraut in dem Interview, ne? Die sich aus, was trainiert man bei Handball? Schultermuskulatur, ne? Ja, Schultermuskulatur natürlich durch den Ausdauersport, dass natürlich dann nachher auch der Hintern trainiert ist. Ja, aber du solltest auch die Ausdauer haben, nicht nur die Frauen. Ich habe sowieso Ausdauer im Bett. Sagen immer alle, ne? Habe ich wirklich. Hast du eine Freundin? Leider nicht. Frag dich mal, warum. Mal probieren, ehrlich mal. Ja, gut. No. Falsche Meinung. Aldi Sports. Aldi Sports, jetzt neu. Hast noch nicht auf dem Schirm, aber ganz wichtig, nur bei Aldi Süd. Mmh, kulinarisch. Ne, wirklich sehr, sehr gut, aber in der Regel schmeckt super. Geil, das freut uns. Willst du noch einen haben? Ja, gerne. Ich nehme auch noch 3. Ja, gib ihm noch mal 3. Wir sind ja hier nicht so. Komm. Ist das dein Freund? Ja. Welche Sportart ist besonders attraktiv, wenn ein Mann die macht? Ja, Bodybuilding halt. Bodybuilding? Ja, Bodybuilding. Und bei dir, wenn die Frau das macht, welche Sportart? Ich finde Bodybuilding jetzt nicht so, aber generell Fitness. Aber ich spiele selbst Tennis, deswegen mag ich auch, wenn sie selbst Tennis spielt. Freunde, das war sie mal wieder, die FIBO-Umfrage. Dickes Dankeschön natürlich an Carsten, danke an alle, die mit dabei waren. Und vor allem, dickes Dankeschön an Aldi Sports, die das Video gesponsert haben. Wie gesagt, erster Link unten in der Infobox. Checkt unbedingt die Produkte ab, gibt es jetzt bei Aldi Süd. Mein Name ist Marc Eggers, FIBO 2023. Wir sehen uns wieder im ja, nächsten Jahr. Muss ich bin raus, Daumen nach oben. Man muss den Leuten ein bisschen unangenehmere Fragen stellen. Oder Lexi, was sagst du? Wie ist es jetzt bisher hier? Findest du es extremst wack? Komm mal her. Komm her, du kleine Maus. Ah, Lexi, du spinnst, Digga. Oh, nee, nicht das Kabel, ne? She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money.